Arbeiten Sie mit Säuglingen, die Plagio- oder Brachycephalie haben, dann wird das hoffentlich ein ganz besonders interessanter Abend für Sie mit neuen Einsichten und Erkenntnissen. Denn Scaliker ist bei pädiatrischen Psychotherapeuten in den Niederlanden, aber auch im Ausland wie Deutschland, Belgien und Frankreich inzwischen schon sehr gut eingeführt. Kolleginnen benutzen es, schicken auch täglich Fotos mit der App und Scaliker bekommt viele begeisterte Rückmeldungen als Feedback zurück. Also, da können Sie sich schon mal drauf freuen. Aber erst einmal möchte ich uns kurz vorstellen. Mein Name ist Kai Sachse. Ich bin heute Abend Ihr Gastgeber. Und meine Funktion ist es nicht nur, Sie durch den Abend zu führen, sondern auch Ihre Fragen, die Sie nachher ruhig im Chat einstellen können, ins Niederländische zu verdolmetschen für meine beiden, die echten Fachleute, Fachmann und Fachfrau, Freek Noos und Ellie von der Krift. Guten Abend. Guten Das sind die Abend. beiden, die eigentlich die wirklichen Experten sind. Ich bin sozusagen nur der Experte für die Sprache, nämlich fürs Niederländische und fürs Deutsche. Ellie von der Krift ist Kinderpsychotherapeutin, die seit fast 30 Jahren eine Praxis in den Niederlanden hat. Lange, ja. Schon seit vielen Jahren. Und Ja. Freek Noos ist Ingenieur, der zusammen mit seinem Team für die Software zuständig ist und für die technischen Aspekte der App verantwortlich ist. Während Ellie sich also auskennt mit dem Inhalt, kennt sich Freek aus mit der Technik. Also dann wissen Sie auch gleich, wenn Sie Fragen haben sollten, an wen der beiden Sie Ihre Fragen stellen können, die ich dann gerne für Sie ins Niederländische verdolmetsche. Was machen wollen wir heute Abend machen? Heute Abend wollen wir uns ein bisschen ansehen, wie die App eigentlich funktioniert, wie sie zusammengestellt ist. Und wir gucken uns auch ein bisschen an, dass nicht nur wir sagen, wie gut die App ist, sondern wir weisen auch auf einige Untersuchungen und Studien hin, die belegen, wie sinnvoll, zweckmäßig und praktisch die App eigentlich ist. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben sollten, immer gerne. Wir haben genug Zeit. Wir haben sogar eine Pause zwischendurch. Dann können Sie noch kurz über Dinge nachdenken. Und hoffentlich sind wir dann spätestens um Viertel nach neun, halb zehn soweit, dass wir alle Ihre Fragen haben beantworten können. Also, das war's schon mal. Und dann können Sie auch übrigens gleich, wenn Sie die Nach diesem Seminar können Sie gleich auch mit der Nutzung anfangen. Das ist das Praktische der modernen Zeit. Eine App können Sie sofort runterladen oder können Sie sich auch gleich anmelden. Aber dazu später mehr. Also, wir haben verschiedene Blöcke heute Abend eingeteilt für das Webinar. Und im ersten Teil sehen wir uns eigentlich ein bisschen an, worum es eigentlich geht, nämlich um die Verformung des Schädels und wie wichtig es ist, diese Verformung oder das Ausmaß der Verformung richtig messen zu können. Danach werfen wir einen Blick auf die App selbst. Was kann die App eigentlich? Was können Sie mit der App machen? Und wie verläuft die Messung dann im Anschluss? Und wie geht das mit dem Algorithmus dabei? Na, da kommt natürlich die Tasse Kaffee zwischendurch, eine kurze Pause, die wir zwischendurch einplanen. Und danach sprechen wir über Studien. Das sind Studien unter anderem von Dr. Leon von Adrichem und Master of Science Sophie Meyer. Die haben Studien durchgeführt zur Zweckmäßigkeit, aber auch zur Validierung und Zuverlässigkeit der App Scaliker. Und zum Schluss helfen wir Ihnen ein bisschen sozusagen auf die Sprünge, damit Sie gleich mit der App loslegen können. Wollen Sie sich das gleich mal ansehen? Frey, kannst du bitte auf die nächste Folie umschalten? Und das kennen Sie sicherlich. Eltern haben ein Kind mit Brachio- oder Plagiozephalie und fragen sich: Oh, wie schlimm ist das? Geht das von selbst vorbei? Muss ich etwas tun? Eltern machen sich natürlich zu Recht, zu Unrecht viele Sorgen darüber und Sie möchten ihnen dabei helfen, aber vor allem möchten Sie Klarheit schaffen. Wie symmetrisch ein normaler Kopf ist, das sehen Sie auf der linken Seite. Können wir mal weitergehen auf die nächste Folie? Ja, jetzt haben wir die drei Abbildungen hier.
Normaler Babykopf, das sollte an sich so aussehen wie auf der linken Seite. In der Mitte haben wir ein Kind mit Plagiozephalie. Und Sie sehen, dieses Baby hat mehr auf der linken Seite des Kopfes gelegen, sodass dort das Wachstum verlangsamt ist. Das Ganze, der Babykopf hat ein bisschen die Form eines Parallelogramms. Auf der rechten Seite sehen Sie ein Baby mit Brachiozephalie, Das hat wohl viel Zeit mit seinem Kopf in der Mittellinie gelegen. Vielleicht wurde es auch viel zu gestreckt. Auf jeden Fall ist der Kopf breiter geworden und zu den Seiten hin gewachsen. Jetzt kommt nämlich die wichtige Frage, wie kommt es eigentlich dazu? Also die Äthiologie. Im Allgemeinen spricht man hierbei von vier allgemein akzeptierten Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Erstmal die Position des Babys in der Gebärmutter. Dann ein Ungleichgewicht der Muskeln von Hals, insbesondere des Sternocleidomastoideus. Aber auch kann es sein, wenn sich das Kind aufgrund der Verzögerung weniger aktiv bewegt. Das Baby wird seinen Kopf zum Beispiel seltener drehen oder wird sich dann auch später auf die Seite und in die Bauchlage drehen. Und den vierten Faktor, den kennen Sie sicherlich alle, der Einfluss der Vorbeugung des plötzlichen Kindstodsyndroms, also auch die Lage des Kindes beim Schlafen. Wir wissen ja, dass Eltern geraten wird, das Baby sicher auf dem Rücken schlafen zu lassen. Das hat auch den Vorteil, dass das Syndrom dann deutlich seltener auftritt. Wie sieht es aus mit den Risikofaktoren? Wir Jungs haben wohl mehr ein Problem, denn es kommt häufiger bei Jungen als bei Mädchen vor. Frühgeborene, Frühchen entwickeln eher einen flachen Kopf, wie das Dr. Jacqueline Neusing in ihrer Dissertation auch beschrieben hat. Außerdem sehen wir die Plagiozephalie auf der rechten Seite viel häufiger als auf der linken Seite. Also Sie sollten bei Ihrer Beurteilung und Ihren Besuchen immer auf die roten Indikatoren achten, wie Kraniosynostose, Zerebralparese, Seh- und Hörprobleme. Und wenn es sehr arg werden sollte, soll sich auf jeden Fall auch an den Kinderarzt wenden. Ja, schauen wir uns das Ganze mal weiter an. Die Zahlen sprechen für sich. Auf der nächsten Folie, Freek, bitte. Da sehen wir, das ist doch ein erheblicher Anteil der Babys im Alter von 2 bis 3 Monaten, zeigt eine Schädelabflachung. Das Ziel jetzt von Scalicare ist eigentlich, also Scully kenne ich als Gründer oder Erfinder der App, frühzeitig zu messen, um schnell handeln zu können, sodass schwerwiegende und eventuell sogar bleibende Fehlbildungen verhindert werden können. Ja, Sie sehen hier die Zahlen für die Niederlande, das sind das ungefähr 25.000. In Deutschland ist natürlich ein viel größeres Land, 120.000, Frankreich 112.000 und im Vereinigten Königreich 96.000. Fällt ein bisschen auf, dass Deutschland und Frankreich fast gleich aufliegen, obwohl Deutschland eine größere Einwohnerzahl hat. Das sind Zahlen aus den vergangenen Jahren. Und wie wird das Ganze jetzt beurteilt? In den Niederlanden wird das häufig nach Augenmaß gemacht. Also einfach mal hingucken und sehen, ja, das wird ungefähr sowas sein. Na, wir wissen alle, dass Pi mal Fensterkreuz nicht unbedingt genau ist. Darum verwenden einige die sogenannte Agenta-Klassifikation oder die PCM. Das ist eine Methode mit dem thermoplastischen Band. Ich weiß nicht, was Sie bisher verwendet haben. Wir werden heute besprechen, welche Alternative wir Ihnen hier mit Scalicare bieten können. Die Agenta-Skala wird international zur Klassifizierung der Stelle der Abflachung verwendet. Vor allem bei der Plagiozephalie. Bei Typ 1 liegt nur eine einseitige okzipitale Abflachung vor. Typ 2 zeigt die Ohrabweichung. Das sehen Sie sich auch deutlich noch mit den Strichen und mit der gepunkteten Linie. Bei Typ 3 sehen wir die ipsilaterale frontale Bossing oder Ausbuchtung dabei. Und die schwersten Typen hier auch noch dabei haben auch eine Größenveränderung der Orbiter und manchmal eine Skoliose im Gesicht zur Folge. Wir sehen manchmal aber auch, dass der Schädel hinten mehr
nach oben gewachsen ist. Wahrscheinlich kennen Sie diese Abbildung eigentlich alle schon aus Ihrer eigenen Praxis. Jetzt kommen wir auf der nächsten Folie zur Agenta-Skala der Brachycephalie. Auf der, ja, da haben wir sie schon. Und da sehen wir bei Typ 1 wiederum eine abgeflachte Stelle beim Hinterkopf. Und bei Typ 2 sehen wir, dass der Kopf breiter geworden ist. Und bei Typ 3 haben wir auch eine Wachstumssteigerung an der Vorderseite. Und zeigt oft ein Aufwärtswachsen des Hinterkopfes. Mir wurde auch mal gesagt, es wird auch verglichen mit dem Kopf von Pharao Echnaton aus Ägypten. Wir haben jetzt Therapeuten gefragt, was ihrer Meinung nach nicht wichtig ist. Und da sehen Sie hier schon die Antworten. Ich will mal kurz zusammenfassen, was hier häufig gesagt wird. Und auch was andere dazu finden. Also worin sehen Sie den Mehrwert von einem Messgerät für Babys mit Schädeldeformationen? Da möchten sich natürlich viele TherapeutInnen möchten mehr Klarheit haben über Größen und über die Anzahl. Das wird hier in grün dargestellt. Sozusagen messen ist Wissen. Wer weiß, wer misst, der weiß auch Bescheid. Sie sehen auch einen Mehrwert, dass Sie die Eltern viel besser informieren können. Das sehen Sie am gelben Balken. Und ich behalte den Verlauf besser im Blick. Das wird hier in blau dargestellt. Also man weiß auch der Fortschritt, wie verläuft diese Brachio- oder Plagiozephalie eigentlich beim Kind. Das ist sicherlich am deutlichsten, wird auch von den meisten genannt, sozusagen der Gewinner unserer bei den Antworten. So kann man auch also sich ein Ziel besser setzen, wird auch dazu erwähnt. Das sind häufig natürlich da Sachen, die sind auch eingeschlossen bei den vorhergegebenen Antworten. Das sind also die drei wichtigsten Sachen. Man will besser messen können, man möchte die Eltern besser informieren und an erster Stelle die Fortschritte bei der Entwicklung dieses Symptoms möchte man besser im Blick behalten können. Und vielleicht auch dazu auch noch diese Videos, also wie man kann man helfen, die Behandlung zu unterstützen, wird auch noch genannt, aber es liegt weiter dahinter zurück. Kommen wir jetzt zum Zweck. Oder möchte man also alles ein benutzerfreundliches, ein genaues Messgerät haben, an sich klar. Und das soll natürlich einfach und schnell gehen, denn heutzutage will niemand mehr lange warten. Und außerdem möchten Sie sich ja natürlich nicht auf das Messen beschränken. Sie möchten natürlich vor allem mit der Behandlung loslegen können. Jetzt haben wir hier eine Grafik mit vertikaler und horizontaler Achse. Und da sehen wir im Prinzip jetzt, wie das eingeteilt ist. Wir haben ungenau unten, genau oben. Einfach, also allgemein einsetzbar rechts und Fachkenntnisse benötigt ganz links. Da haben wir mal alle meistens verwendeten Methoden hier eingefügt. Und dann sehen Sie oben links sozusagen die zuverlässigen Methoden, die aber eine gute Ausbildung erfordern oder teure Geräte. Also hier 3D-Fotografie und PCM. Rechts unten sind die ganz einfachen Methoden, die allerdings nicht besonders zuverlässig sind. Also wie ich sagte gerade schon, Messschäbe, Agente, aber vor allem die optische Prüfung. Also einfach mal auf sich den Kopf ansehen, wie sieht das Ganze aus. So, jetzt kommt natürlich Scully Care dazu. Denn Scully Care ist einfach und genau. Also das Beste von allen Welten sozusagen. Oder eine Win-Win-Situation, wie wir das heutzutage auch gerne nennen. So, haben Sie noch Fragen dazu? Jetzt schon mal für den Einstieg. Ich glaube, für die meisten war das vielleicht auch schon bekannt, was wir jetzt gesagt haben. Vielleicht eine Frage von mir dann an Sie. Welches Messgerät oder benutzen Sie ein Messgerät und wenn ja, welches benutzen Sie? Vielleicht können Sie ganz kurz im Chat einstellen, was Sie derzeit benutzen. Sie können auch auf Deutsch schreiben, wie gesagt, Sie können, das ist alles kein Problem. Stellen Sie nur kurz eine, können wir uns ein bisschen orientieren, mit welchen Methoden Sie derzeit arbeiten. Ich sehe, dass ich nichts sehe. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Jetzt haben wir nämlich einen kurzen Film für Sie zusammengestellt über die App, die in den letzten Jahren entwickelt wurde. Also Freak will den Ton einschalten und den freigeben. Ich würde sagen, Freak, leg mal los.
Meet Ellie. An important part of Ellie's work is to help babies with plagio and brachycephaly. She strives to provide the best care for her patients. To prevent skull deformations from worsening, Ellie needs to measure the effectiveness of her treatment. She can do this by tracking how the shape of the baby's head changes over time. But current methods are very time-consuming and not accurate at all. It's time for something new. This is where Flake comes in. The idea? Combining photo analytics with AI and putting it in an app. It's easy to use. Just measure with one photo and you'll immediately receive the results, giving you and the parents a clear starting point for treatment. And it saves a lot of time. Use the app to share the whole treatment plan so parents can practice at home. The Scully Care app is used by many therapists in the Netherlands, and we would like to invite you to do the same. Scully Care, the flat head assistant. So, jetzt haben Sie schon mal ein Bild gesehen, wie die App eigentlich funktioniert. Ist also ganz einfach. Übrigens, Sie sehen hier jetzt schon auf dem ersten Bildschirm, ist ein sogenannter Screenshot von der App. Der ist hier auf Englisch. Die App ist aber vollständig auf Deutsch übersetzt worden. Also Sie brauchen sich nicht mit Ihren Schulkenntnissen vom Englischen herumzuschlagen. Sie können die App einfach auf Deutsch einstellen. Dazu gehört auch das Toolkit, das dazu kommt, das Scully Care Toolkit, mit dem Sie die Messung optimal durchführen können. Zu dem Toolkit, also sozusagen dem Set, was Sie für das Messen noch benötigen, vor Ort, außer der App. Das ist eine Mütze. In dem Toolkit sind sogar drei Mützen drin. Wofür sorgt die Mütze? Sie sehen hier, dieses Baby hat ein wenig Haare. Aber die Mützen sorgen dafür, dass die Haare zusammengehalten werden. Also unter der Mütze gehalten, stellen Sie sich vor, ich müsste das mit meinen Haaren hier machen. Und es sorgt auch dafür, dass ein deutlicher Kontrast besteht zwischen Kopf und Hintergrund. Die Mützen sind übrigens maschinenwaschbar und somit wiederverwendbar. Also auch noch sehr nachhaltig und umweltfreundlich. Die Mützen sind in einem One-Size-Fits-All, also eine Unigröße für alle Babykopfe, also mit dem Stretch-Material gemacht. Außerdem enthält das Toolkit eine Matte. Diese Matte wird unter den Kopf gelegt, damit Sie eine gute Messung machen können und auch einen deutlichen Kontrast haben bei den Fotoaufnahmen. Also, wenn Sie die App haben und sich für ein Abonnement entscheiden, bekommen Sie das Toolkit dazu. Und dazu erzähle ich später noch mehr. Aber das ist eigentlich alles, was Sie brauchen, um dann mit Scully Care arbeiten zu können. Jetzt machen wir erstmal die Einteilung und gehen schrittweise durch, was die App genau zu bieten hat. Und dazu gehen wir schrittweise durch die einzelnen Folien, um zu sehen, wie Sie den Vorgang machen bei der Messung. Also ich würde sagen, hier steht Let's Go. Also würde ich auch mal sagen, Let's Go, Freak. Genau. Also Sie sehen schon, zuerst mal wird die Messung vorgenommen. Dazu setzen Sie dem Baby die Mütze auf. Das habe ich gerade schon beschrieben. Ist gut, sind die Haare nicht im Weg und Sie haben einen deutlichen Kontrast. Also immer die Mütze verwenden, das ist der erste Schritt. Dann legen Sie das Baby auf den Rücken. Und dann wird auch diese Matte drunter gelegt wegen des Kontrastes. Wie gesagt, hier steht es, sind die Screenshots auf Niederländisch. Aber wie gesagt, auf Deutsch bekommen Sie die App, wenn Sie sie selbst installieren. Jetzt ist eigentlich alles vorbereitet, damit Sie die Messung durchführen können. Und jetzt kommt der Dia 18, wird sich das Foto gemacht. Und das machen Sie mit der Scully Care App. Und Sie sehen hier, wie beim normalen Foto, sehen Sie auch drin, die Ohren, Nasenspitze, können Sie recht gut. Hier sind die Nasenspitze, sehen Sie super gut hier auf dem Bild auch, müssen im Bild sein. Denn dann kann das Foto richtig gemacht werden und danach die Messung durchgeführt werden. Sie haben sogar verschiedene Funktionen bei der App.
um Ihnen beim Messen zu helfen. Sie haben eine sogenannte Burst-Funktion. Dann nimmt die App 5 Fotos kurz hintereinander auf. Wenn sich das Baby vielleicht ein bisschen zu viel bewegt, ein von den 5 Fotos müsste doch immer gut sein. Sie haben sogar eine Zoom-Funktion dabei für die Aufnahmen. Da wird also das Foto in der App etwas vergrößert, damit Sie auch aus größerer Entfernung das Foto machen können, sodass Sie auf jeden Fall beide Ohren und die Nase auf dem Foto sichtbar erkennen können. Und dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Dann können Sie das Foto hinzufügen, da schreiben Sie ein neues Baby auf zum Beispiel oder ein bestehendes Babynamen, können Sie dann hinzufügen. Und dann sehen Sie so diese Abbildung. Und dann übernehmen wir das Ganze von Scalicare, also wir, ich sage jetzt wir, aber ich übernehme überhaupt nichts, aber die Fachleute von Scalicare übernehmen dann die Messung. Denn das Foto wird dann zu einem Server gesetzt mit einem KI-Algorithmus. KI steht für künstliche Intelligenz. Und dabei wird dann anhand der Daten, die übermittelt wurden, anhand des Fotos, wird dann berechnet, inwieweit die Schädelverformung stattgefunden hat, also wie stark das ist. Und dann sehen Sie, wie das Ganze aussieht. Wie gesagt, das sehen Sie wieder auf Deutsch natürlich. Und Sie bekommen auch Push-Nachrichten. Also es wird alles, es ist wirklich sehr benutzerfreundlich und an sich selbst erklärend, wie das Ganze verläuft. Und Sie bekommen auch im Nu die Analyse zurück. Also ich brauche nicht wochenlang zu warten, denn meistens geht es innerhalb von ein paar Minuten, meine ich, erlebt. Oder fragt, ein paar Minuten, haben Sie das Ergebnis zurück? Ja, das stimmt. Es ist Ihnen fünf Minuten zurück, bekommt man das. Ich habe gelesen, dass einer sagt, er kann nicht im Chat die Fragen stellen. Ich sehe das ganz wohl. Also ich sehe nämlich auch überhaupt keine Fragen im Chat. Vielleicht ein Tipp für die Teilnehmenden. Sie sollten unten im Chatfenster darauf achten, das Versenden an. Da müsste Host und Diskussionsteilnehmer stehen. Und nicht nur eine Person zum Beispiel. Ich gucke mal ganz kurz, ob man da vielleicht auch alle anklicken kann. Oh, vielleicht machen wir es mal alle. So. Ich schreibe hier mal ganz kurz eine Nachricht ein. Ich nenne die einfach mal Test. Die müssten jetzt alle sehen können. Und die habe ich an alle geschickt. Vielleicht sollten Sie darauf achten, wenn Sie etwas im Chat einstellen, dass Sie die Nachricht an alle schicken. Sonst könnte es höchstens noch sein, dass Freak vielleicht die Chat-Funktion bei den Einstellungen ausgeschaltet hat. Yeah, sorry, I just corrected it. So I think everybody should be able to access the chat now. Okay, dann warte ich mal ganz kurz, denn dann jetzt habe ich schon 5-mal gesagt, dass jemand Fragen stellen konnte, was dann gar nicht ging. Dafür entschuldigen wir uns natürlich bei Ihnen. Dann würde ich vorschlagen, dass Sie jetzt, wer Fragen hat, kann die Fragen jetzt einstellen. Versuchen Sie es einfach mal. Silvia, ich sehe, bei Ihnen ist der Chat nicht aktiviert. Wer möchte, kann gerne jetzt Fragen stellen. Dann wissen wir auch gleich, ob die Chat-Funktion jetzt funktioniert. Jetzt geht es, Silvia. Wunderbar. Gut. Dann würde ich vorschlagen, wer jetzt noch Fragen hat, auch zu dem, was wir gerade schon besprochen haben, halte ich nämlich mal kurz inne. Ja. Hat jemand noch Fragen zu dem Teil, den wir gerade schon besprochen haben? Ja oder nein? Dann können Sie die gerne jetzt stellen. Sonst mache ich ruhig weiter und dann gucken wir mal, ob eventuell noch weitere Fragen eventuell dazukommen. Sie sehen nämlich hier auf der Abbildung, in diesem Foto sehen Sie auch unten die Angaben, hier steht dann auf dieser Abbildung CVAI 4,5% und CI 85,5%. CVAI sagt etwas über die Plagiozephalie und CI sagt etwas über die Brachycephalie aus. Auch da weitere Angaben dazu finden Sie auch in der App. Sie sehen hier unten auch, da werden Informationen angegeben und hier unten können Sie auch jeweils
noch weitere Angaben öffnen dazu, damit Sie genau Bescheid wissen, was diese Zahlen jetzt eigentlich bedeuten. Also darum haben wir die ganzen Symbole und auch das Ganze sozusagen selbsterklärend. Und rechts oben sehen Sie bei den drei Punkten, dass Sie also die Ergebnisse auch selbst in Ihren medizinischen Unterlagen auch abspeichern können. Also sehr praktisch auch für die Benutzung, auch für das, was wir vorhin schon nannten, dass viele Physiotherapeuten vor allem auch gerne möchten, dass sie den Verlauf der Krankheit gut im Blick behalten möchten. Die Messungen werden dann in einem Diagramm dargestellt. Das sehen Sie hier auf diesen Abbildungen, das Ihnen und den Eltern Einblick in den Verlauf bietet. Und Sie können diese Messungen jeweils auch, das sagte ich gerade schon, selbst in Ihren Patientenakten abspeichern und sozusagen den Fortschritt wunderbar verfolgen. Und hier sehen Sie das natürlich auch. Wir kommen aus dem roten Bereich und gehen in den grünen Bereich. Immer etwas Positives natürlich. Außerdem hat die App eine interaktive Seite. Das ist etwas, was Eltern häufig freut, denn Eltern bekommen dann auch die Informationen und Tipps. Sie können also den Eltern angeben, wie die Messungen verlaufen sind, wie der Verlauf ist, und sie können über etwas zur Behandlung weitergeben. Also ich kürze hier auf dieser Folie, steht zum Beispiel gute Nachrichten, der Babykopf hat sich weiter, oder die Entwicklung des Babykopfs ist weiter positiv. Da sehen wir auch, ja, die Entwicklung ist von Level 5 zu Level 4 gegangen. Und um das weiter zu verbessern, möchten wir Ihnen diese Übungen vorschlagen. Und im unteren Teil sehen Sie auch die einzelnen Übungen, Exercises, die man hier anwählen kann. Und es ist sogar mit Videoanleitung vorgegeben. Also ich hätte fast gesagt, idiotensicher, damit Eltern auf jeden Fall wissen, was sie machen müssen, um die Behandlung weiter zu fördern. Gut, Sie können also Übungstipps und Behandlungsplan hier einfach hinzufügen und damit Ihre Eltern wirklich optimal Bescheid wissen. Und hier sehen Sie die verschiedenen Übungen, alle mit einem Film dabei. Und sehe ich jetzt dieses Mal Ellie im Bild, also haben Sie auch noch gleich ein fröhliches Gesicht mit dabei, um die Behandlung gut und deutlich durchzuführen. Die Übungen wählen Sie aus einer Datenbank aus. Und wenn Sie meinen, dass eine Übung, die Sie selbst gerne benutzen, hierbei fehlt, lassen Sie es einfach wissen. So können wir sie gerne hinzufügen. Auf diese Weise werden wir natürlich immer besser und können immer besser Ihren Bedürfnissen auch gerecht werden. So, das war soweit erstmal der Teil zu der virtuellen Funktion davon. Dieses dritte ist halt das Elternportal, wie man das an die Eltern weitergibt. Und vielleicht kann ich gleich dazu auch sagen, die Verwendung der App für Eltern ist kostenlos. Die Kosten sind im Abonnement, das Sie abschließend enthalten. Ich gucke mal zwischendurch ganz kritisch zu Frege und Elli, wenn ich was Falsches sage. Ich meine, dass ich hier die Angaben richtig weitergebe. Jetzt vielleicht die Frage, die vielleicht einige sich von Ihnen stellen, sind vielleicht die Kosten vom Abonnement. Die Kosten liegen bei 10 bis 12 Euro im Monat. Und das Toolkit, was ich vorhin schon nannte, also das Toolkit mit den Mützen und der Matte, das kostet 37,50 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten. Und natürlich immer das Positive, was wir dabei haben, weil wir so dankbar sind, dass Sie mit dabei sind, haben wir natürlich auch die App kostenlos für Sie heute Abend. Wenn Sie Ihr Abonnement abschließen bei uns, bei SCULYCARE, und Sie geben den Nachlasscode SCULY410 ein, dann können Sie die App 2 Monate lang kostenlos benutzen. So, jetzt mache ich erstmal noch ganz kurz eine Pause, denn Sie sehen hier schon, stellen Sie Ihre Fragen im Chat. Jetzt weiß ich ja auch, dass der Chat funktioniert. Ich sehe keine Fragen. Das hoffe ich, dass ich das als Kompliment auffassen darf, dass alles soweit deutlich ist bisher. Dann gehen wir erstmal aus. Ich gucke auch jetzt regelmäßig, ob ich was bei den Fragen und Antworten sehe.
Zoom wird ja auch immer kompletter mit dem Angebot. Aber ich sehe tatsächlich nichts im Chat und auch nicht bei den Q&As, bei den Fragen und Antworten. Sonst, wie gesagt, wir sind gerne für Sie da. Sonst würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Folie. Ja, so, jetzt kommt euch die Frage zum Algorithmus. Wie macht Scaliker das eigentlich, dass das Ganze dann deutlich wird? Und wie stark wird diese Messung zum Grad der Abflachung? Auf dem Foto hier sehen Sie ein Kind mit einem offensichtlich flachen Kopf, einer Plagiobrachycephalie. Die Mütze, die das Kind trägt, sorgt dafür, dass die Konturen deutlich sichtbar sind. Das sagte ich schon, Sie sehen hier links und rechts die Ohren und oben die Nase. Denn die werden benutzt, um Linien zu ziehen. Und bei der Plagiozephalie sind die Linien 1 und 2 wichtig, also die beiden Diagonalen. Fällt Ihnen auf, dass Linie 1 länger ist als Linie 2? Wie viel Linie 1 jetzt länger ist, wird jetzt durch die App selbst berechnet. Also brauchen Sie nichts zu machen. Und die Zahl, die sich bei dieser Berechnung ergibt, die nennt man CVAI, Cranial Vault Asymmetry Index. Dieser CVAI, also der Cranial Vault Asymmetry Index, wurde 2001 von Loveday entwickelt und ist international die Art und Weise, in der die Plagiozephalie definiert wird. Und Sie sehen hier bei der Brachycephalie, also einem zu breiten Kopf, kommen wir gleich dazu, aber Sie sehen hier erstmal hier dieses Kind. Was denken Sie, haben ja hier diese beiden Linien 1 und 2. Wie viel Prozent länger ist Linie 1 als Linie 2? Und dann können Sie auch sehen, ist das 0 bis 0,3,5, 3,5 bis 6,25, 6,25 bis 8,75 und so weiter. Also ist es dann normal, ist es eine leichte Abweichung, eine mäßige, eine schwere oder eine sehr schwere? Was denken Sie? Hi, ich sehe, dass die 2 iets naar rechts ist versprungen. De 2 hoort eigentlich bei der diagonalen Linie zu stehen. Ja, ich war schon etwas erstaunt, ja. Ja, aber es ist, glaube ich, schon deutlich 2 und 1, dass es zu diesen Diagonalen gehört. Das hatte ich auch gerade schon gesagt. Es geht um die diagonalen Angaben. Ja. Also wie viel Prozent länger ist Linie 1 als Linie 2? Was denken Sie? Und geht es um eine leichte, eine mäßige, eine schwere oder eine sehr schwere Abweichung? Ja, ich werde es verraten dann für Sie. Die CVAI, also diese Abweichung, die wir hier haben, ist eine mäßige Abflachung, denn es geht hier um einen Wert von 7,8. Also im mittleren Bereich von 3, eine mäßige Abweichung. Und das gibt Ihnen die App dann selbst halt mit. Dann wissen Sie, wie stark das Ganze ist. Bei der Brachycephalie, das ist dann auf der nächsten Folie, da wird der CI verwendet. Und der CI ist das Verhältnis zwischen den horizontalen und vertikalen Linien. Das ist der Cranial Index, etwas leichter zu merken. Auch das ist das internationale Maß für die Brachycephalie. Und hier sehen wir auch, der normalen Wert ist unter 90 und alles, was über 90 wert, ist also von, sprechen wir von leichter, mäßig bis schwerer, schwere oder sogar sehr schwerer Brachycephalie. Schauen Sie sich das mal an. Was denken Sie, wie hoch der CI bei diesem Baby ist? Was denken Sie? Haben wir es hier mit einem normalen Kopf zu tun? Haben wir eine leichte Brachycephalie, mäßige oder schwere oder sogar eine schwere bis sehr schwere? Was sagt uns der CI hier? Wiederum liegt der Wert recht hoch, er liegt bei 101,4 und somit in die Höchststufe. Also wir haben hier einen ernsthaften oder schwerwiegenden Fall der Brachycephalie, der hier vorliegt. So. Was können wir denn mit der App? Die App zeigt uns jetzt ganz
übersichtlich und deutlich, die Werte jetzt nicht die gerade aus den Beispielen, sondern hier für dieses Baby, also den CVAI von 4,5 und den Angaben auch rechts und CI mit 85,5, sodass sie alles deutlich wissen, dann dazu noch die Erklärungen bekommen. Und für die Eltern wird das Ergebnis dann auf Deutsch in verständlichem und elternfreundlichem Text angezeigt. Also kein Fachchinesisch, sondern einfache und deutliche Sprache, damit Eltern auch gut Bescheid wissen. So, wenn ich richtig gezählt habe, haben wir jetzt schon 30 Folien durchgearbeitet. Hoffentlich so viel wie möglich auch verstanden. Wenn Sie Fragen haben sollten, können Sie sich die jetzt schon gerne überlegen. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht es weiter mit dem wissenschaftlichen Teil. Zwischenzeitlich können Sie natürlich gerne auch mal unsere Webseite besuchen. Elli stellt noch mal kurz die Webseite an. Sie sehen sie hier auf der Folie, scullycare.com. Von da können Sie sich dann auch auf die deutsche Seite davon weiter durchklicken. Sie sehen auch hier auf dieser Seite stehen nochmal alle wichtigsten Angaben, dass wir das Angebot haben, 2 Monate kostenlos die App zu benutzen, wenn Sie den Code benutzen, SCULLY410. Gut, das war es erstmal. Jetzt, es ist ungefähr, sehe ich 20 vor 9. Ich würde sagen, dann machen wir ungefähr 5 Minuten Pause und dann um 9:15 geht es hier wieder weiter. Ich freue mich, Sie gleich wieder zu sehen. Bis dann. Peter.
So, es ist 9:15 und dann wollen wir gleich mal weitermachen. Nachdem wir uns jetzt ein bisschen die App angesehen haben und die allgemeine Einführung hatten, kommen wir jetzt zum wissenschaftlichen Teil und fangen da an mit der Validitätsstudie von Dr. Leon von Arichem. Dr. Leon Arichem ist plastischer Chirurg und Experte für Kraniosynostosen, der schon sehr viel veröffentlicht hat zu dem Thema. Und er hat auch eine 3D-Messmethode für die Kraniosynostose, für die kraniofasziale Pflege entwickelt. Seine Studie wurde in den Niederlanden an der Universität, am Universitätskrankenhaus in Utrecht durchgeführt. Dabei hat er Scully-Care bei Kindern mit Plagiocephalometrie verglichen. Sie kennen vielleicht die Methode der Plagiocephalometrie. Und bei dieser Methode wird ein Kunststoffband verwendet, das um den Kopf herumgelegt wird. Und danach wird die Berechnung manuell vorgenommen. Die Plagiozephalie wird dann mit den Diagonalen in einem Winkel von 40 Grad berechnet und das wird ODDI genannt. Für die Brachiozephalie wird das Verhältnis von Länge zu Breite gemessen und es wird dann CPI genannt. Da nehmen wir das mal, also ODDI, das ist also die Diagonalen unter einem Winkel von 40 Grad. Und die CPI, das ist also das Verhältnis von Länge zu Breite. Bei Scully-Care benutzen Sie einfach Ihr Handy. So einfach ist das. Mit dem Mobiltelefon geht das auch. Die Plagiozephalie wird mit den Diagonalen unter einem Winkel von 30 Grad berechnet und CVAI genannt. Das haben wir gerade schon besprochen vor der Pause. Und die Brachiozephalie wird auf die gleiche Weise berechnet wie bei der Plagiozephalometrie. Das Verhältnis von Länge und Breite wird dann hier CI genannt. Haben wir auch gerade vor der Pause schon besprochen. Kommen wir jetzt mal zu den Ergebnissen dieser Studie. Erstens, die Korrelation zwischen ODDI und CVAI, die ist hoch. Und CPI und CI ist auch sehr hoch. Der Artikel von Herrn von Arichem, der wurde inzwischen auch veröffentlicht. Und dann können Sie sich auch alles da genau ansehen. Die Werte stehen ja auch drin. Vielleicht ist Elli noch so freundlich und kann gleich auch die Links hier einstellen, wenn Sie das sehen möchten, sich selber nochmal durchlesen möchten. Die Artikel sind allerdings auf Englisch geschrieben. Also ich hoffe, dass Ihre Englischkenntnisse dann auch prima sind, dass Sie es auch lesen können. Also der Artikel heißt Validation of Scully-Care as a Fast Method for Quantifying Positional Cranial Deformities. Und es ist in der Zeitschrift erschienen, The Cleft Palate Craniofacial Journal. Also dieser Artikel ist offen zugänglich und Sie können ihn also kostenlos vollständig herunterladen. Elli stellt gleich noch den entsprechenden Link ein. Wir gehen jetzt auch zum nächsten Aspekt, nämlich zur Zeit, also nicht nur zur Zuverlässigkeit, sondern auch zur Zeit bei diesen Untersuchungen. Denn das ist ein wichtiger Aspekt hier. Die Ausführung der Messungen und die Analyse von Scully-Care ist wesentlich schneller als bei der Plagiozephalometrie. Wir haben gerade schon gesehen, das ist oft schon 20 Minuten schneller, weil ist mit Scully-Care wird das Foto gemacht, geschickt, gesendet und das bekommen Sie innerhalb von 5 Minuten wieder zurück. Da sehen Sie also den Vergleich, 30 Minuten im Vergleich zu 5 Minuten. Und da kann ich nur dazu sagen, ich glaube, die Zahlen sprechen für sich. Die Untersuchung ergab also, Scully-Care ist valide, zuverlässig, aber auch schnell und sozusagen kann mit Fug und Recht behaupten, es ist der moderne Nachfolger zur Quantifizierung positioneller Schädeldeformationen. Kommen wir jetzt zu der Validitätsstudie. Aber jetzt wollen wir uns noch weitermachen mit der Zuverlässigkeitsstudie, die Sophie Meyer durchgeführt hat. Sophie Meyer ist Master für pädiatrische Physiotherapie in den Niederlanden. Ich sehe, jetzt steht auch der Link hier unten im Chat. Ich hoffe, dass Sie ihn alle problemlos abrufen können. Wie gesagt, Sophie Meyer
Sie ist Masterarzt in den Niederlanden und als Masterstudentin hat sie eine Studie durchgeführt über die Zuverlässigkeit der App. Sie hat eine Abhandlung zu diesem Thema geschrieben und sie wurde inzwischen auch veröffentlicht. Und deswegen können wir Ihnen auch mehr sagen über die Schlussfolgerung, das Fazit dieser Studie. Sehen wir uns erst einmal das Wort Verlässlichkeit oder Zuverlässigkeit hier dabei an. Im Englischen heißt das Wort Reliability. Da gibt es nämlich zwei Wörter, die müssen wir auseinanderhalten. Wir haben nämlich die Inter-Rater-Zuverlässigkeit und die Intra-Rater-Zuverlässigkeit. Also aufpassen, Intra ist nicht Inter. Wir wollten wissen, ob es da einen großen Unterschied gibt bei diesen Messungen im Vergleich zu den Messungen bei einem anderen Kollegen. Bei dem Vergleich zu einem anderen Kollegen oder einer anderen Kollegin sprechen wir von der Inter-Rater-Reliability oder Zuverlässigkeit. Und gibt es einen Unterschied, wenn der ein und dieselbe Person dieselbe Messung mehrmals durchführt, dann sprechen wir von der Intra-Rater-Zuverlässigkeit. Also Inter ist zwischen verschiedenen Personen, Intra ist bei der gleichen Person, die gleiche Messung mehrmals durchführt. Auch das ist ein Artikel und auch da wird gleich Elli wieder dafür sorgen, dass der Artikel heruntergeladen werden kann von Ihnen. Ist schon da. Und die Ergebnisse sind auch da. Danke, Freek, für diese Folie. Und da haben wir jetzt den ICC, das Ergebnismaß und die Messfehler. Das ist Messfehler, das ist der sogenannte SEM-Wert. Der ICC ist ein Maß für die Zuverlässigkeit, wobei ein ICC-Wert über 0,75 als gut oder ein ICC über 0,90 als sehr gut angesehen wird. Na, Sie sehen bei beiden Werten 0,95. Also das ist nicht nur sehr gut, sondern es ist sehr, sehr gut. Diese Studie wurde jetzt im Juli dieses Jahres veröffentlicht und ich kann Ihnen also sagen, dass alle Werte für ICC und die Werte für Intra- und für Inter-Rater-Zuverlässigkeit höher als 0,95 sind. Dann haben wir noch den systematischen Messfehler, den SEM, ist jeweils unter 1, das ist wirklich ein niedriger Wert, wenn man ihn vergleicht mit den anderen Messmethoden, die manchmal benutzt werden. Also Fazit, eine zuverlässige Anwendung. Wie gesagt, auch das können Sie in diesem Artikel nachlesen. Auch wieder ein furchtbar langer Name auf Englisch, Reliability of using a smartphone application to objectify scholar deformation, also die Verlässlichkeit bei der Benutzung einer Smartphone-App, Scalicare, zur Objektivierung der Schädeldeformationen, ist erschienen in Pediatric Physical Therapy im Juli 2022. Also, dann hören Sie es nicht nur von uns, sondern auch von anderer Stelle, von Fachleuten, die hier sagen, wie gut Scalicare wirklich ist. Zuverlässig, schnell und darauf können Sie sich verlassen. So, und jetzt kommt euch die Frage, wir können Sie selbst loslegen mit Scalicare, mit dieser App. Wir wollen Ihnen den Start mit Scalicare so einfach wie möglich machen. Sie haben bereits gesehen, wie benutzerfreundlich die App ist. Und Sie können auch sofort loslegen, naja, wenn die Post mitspielt und wir Ihnen das Toolkit so schnell wie möglich zusenden können. Ich weiß nicht, ob Sie ein iPhone haben oder ein anderes, ein Android-Telefon, aber eben Apple Store heißt es, glaube ich, oder Google Play, können Sie die App einfach herunterladen. Das ist sowieso kostenlos. Die App heißt auch einfach Scalicare. Wenn Sie suchen, finden Sie die problemlos in diesen beiden beim Anbieter. Dann können Sie auf unserer Webseite können Sie das Toolkit sich bestellen und ein Abonnement nehmen. Das Abonnement, Sie sehen hier auch die Preise, Sie haben Basis dabei. Das Basis ist dann kostenlos und dann haben Sie halt nur wenige Messungen. Sie können sich für ein professionelles Abonnement entscheiden, für 12 Euro im Monat. Das kann auch etwas weniger sein, das hängt jeweils davon ab, welches Abonnement Sie nehmen. Das steht auch dabei, ob das monatlich oder per Jahr entrichtet wird.
Und natürlich, weil Sie hier heute Abend mit dabei sind und uns hier zuhören und Ihre Fragen noch stellen können, haben wir ein Angebot für Sie. Sie können die ersten beiden Monate gratis die App benutzen, sonst ist es immer nur ein Monat, also zwei Monate gratis benutzen, wenn Sie sich bei der Anmeldung unseren Rabattcode benutzen, der schon mehrmals genannt wurde, steht auch hier wieder auf der Folie, Scully 410, wenn Sie ihn einwenden. Das Einzige, woran Sie denken müssen, Sie müssen sich vor dem 18. Oktober, also Sie haben noch ein bisschen Bedenkzeit, nämlich noch zwei Wochen, vor dem 18. Oktober müssen Sie sich dann für das Abonnement melden, um diesen Sonderpreis in Anspruch nehmen zu können. Kai, in vraag, zou je kunnen benoemen dat, dat je dus het bedrag per therapeut betaalt, per gebruiker? Ja, dieser Betrag, auch noch vielleicht noch wichtig dabei zu sagen, ist ein Betrag, den benutzen Sie pro Kollege. Also wenn Sie in der Praxis arbeiten mit mehreren Kollegen, dann zahlt, hat jeder Kollege zahlt, aber zahlt dann etwas weniger, also etwas günstiger, so eine Art Mengenrabatt. Das kostenlose Abonnement sollten Sie eigentlich nur benutzen, wenn Sie wirklich sehr selten messen. Also wer mitmacht, wird das etwas deutlicher. Aber weitere Angaben finden Sie auch auf unserer Webseite scullycare.com, wenn Sie das benutzen können. Aber wenn Sie mit einer Praxis, in einer Praxis arbeiten mit mehreren Kollegen, dann wird auf jeden Fall es günstiger, wenn Sie sich mit mehreren Teilnehmern dafür anmelden. Sie sehen auf jeden Fall, das ist auch wichtig, was ist im professionellen Abonnement enthalten? Unbegrenzte Messungen und nicht nur einmal alle zwei Monate. Die Ergebnisse haben Sie in 5 Minuten da. Das ist aufgrund unserer künstlichen Intelligenz und dem Algorithmus. Sie können die Informationen an die Eltern weitergeben, damit kommunizieren und auch messen und behandeln auf Abstand, weil das ja über die App verläuft. Und Sie haben natürlich das Toolkit, das gehört dazu, zu Kosten von 37,50 zuzüglich Mehrwertsteuer. Das sind eigentlich die wichtigsten Angaben, die Sie haben müssen, um sich anmelden zu können. Ja, und wie gesagt, Sie können natürlich immer mit uns in Verbindung bleiben bei Scullycare, sowohl über die App als natürlich auch über die Webseite, wenn etwas nicht klappen sollte, bei der Anmeldung etwas undeutlich sein sollte. Und dann können Sie sich auch gleich anmelden und teilnehmen bei uns. Und ich hoffe, dass es soweit erstmal deutlich gewesen ist. Ich schaue jetzt nochmal zum Chat. Ich sehe immer noch keine Fragen. Wie gesagt, Sie können sich gerne mit Fragen an uns wenden. Wir helfen Ihnen natürlich gerne, wenn etwas unklar sein sollte. Wenn wir natürlich alles klar und deutlich formuliert haben, ist es natürlich auch super. Kai, ze kunnen wel later nog een keertje een vraag stellen via e-mail bijvoorbeeld. Dat sowieso, dat is niet klaar. Ze weten op onze website. Ellie, kan je die e-mailadressen sowieso nog maar kort instellen in chat? Wie funktioniert der Datenschutz? Das ist eine gute Frage, die gebe ich mal weiter, nochmal an die Fachleute, vielleicht an Freek. Freek, hoe zit het met de privacy van de gegevens? Ja, dat is een goede vraag en daar hebben we heel goed over nagedacht. De app is ten eerste volledig AVG-proof, dus dat is GDPR-proof. Ja. In de app zitten ook een aantal slimmigheidjes. Zo is die ontworpen door soort van het principe privacy by design. Zo kan je alleen het voornaam invullen en de eerste letter van je achternaam. Geboortedatum kan je redelijk ruim invullen, waardoor we eigenlijk geen persoonsgegevens opslaan in de Scullycare app. Mocht je je data toch willen verwijderen, dan kan je altijd een berichtje sturen of ook in de app metingen verwijderen. Maar het is niet nodig, dus hij is gewoon helemaal AVG-proof. Ja. Silvia, gute Frage, also nochmals. Die App wurde entwickelt unter Beachtung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, der DSGVO. Und wenn Sie Messungen bzw. Daten durchgeben von einer Messung von Kindern, brauchen Sie nicht den vollständigen Datensatz mit allen Angaben für ein Kind angeben. Sie können sich zum Beispiel darauf beschränken, entweder einfach nur den Vornamen zu benutzen, also bei mir wäre es zum Beispiel nur Kai,
oder Sie können auch einfach KI, K1 nennen oder wie auch immer. Der Nachname ist zum Beispiel nicht erforderlich. Und Geburtsdaten und so weiter auch nicht. Also Sie können sich mit den Daten, die weitergegeben wird, können Sie sich selbst beschränken und Sie können sich jederzeit auch in der App wieder löschen oder entfernen. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage, Silvia. Ja, en daarop aanvullend, we hebben ook nog goed nagedacht over de beveiliging. Zo staat alles, alle data staat eigenlijk altijd op een server. Dus zodra je mobiel opent, laat hij de gegevens van de server op je telefoon. Dit maakt het mogelijk om de Skudiker app gewoon op je privételefoon te gebruiken. Dan is het alsnog AVG-proof en volledig beveiligd. Waar staan de servers? Sorry? In Nederland? De server waarop de gegevens tussentijds worden opgeslagen, staan die in Nederland? In Duitsland staat die. In Duitsland, ja. In Duitsland. Nou, Silvia, dat vind ik nog een goede, wichtige Ergänzung. Die Daten werden ja nog kurzfristig dan ook vom Server geschützt, geladen und dort wieder abgerufen. Und diese Server sind in Deutschland. Das ist also auch gut, denn dann gelten sozusagen auch für die Server die deutschen Datenschutzbestimmungen. Und die sind also nicht irgendwo in Nahost oder in Amerika. Sie liegen, sind also hier in Europa, sogar in Deutschland, sodass die deutschen Datenschutzbestimmungen gelten. Ja, ich sehe hier schon Danke. Hoffentlich ist die Ergänzung sogar noch ein extra Danke wert. Und hoffe, es ist alles deutlich jetzt für Sie, Silvia. Vielleicht haben die anderen noch Fragen dazu, zum Produkt, zur Anwendung, zur Anmeldung. Ich kann misschien noch mal was uitleggen über was wir noch mehr von Plan sein, um zu entwickeln. Ja. Namelijk, ich muss euch das sagen, zu den weiteren Entwicklungen, die vorgesehen sind und geplant sind, zur weiteren Verbesserung. Ja, ja, dus nu kan je dus de schilderinformatie meten. En waar we heel graag naartoe willen, is dat je ook de hoofdomtrek kan meten. Zo kan je dat koppelen aan eigenlijk de progressie van de plagiocefalie. Want alleen als er een groei optreedt, kan er sprake zijn van vooruitgang voor de plagiocefalie. Om die beide factoren te meten, kan je extra veel feedback geven en het resultaat nog beter verklaren naar de ouders. Oké. Okay. Ja, ik heb een beetje een probleem met het verstaan. Dat klinkt een beetje plechtig bij Freek. Was wir vorhaben, ist weiterhin auch nicht nur diese Diagonalen und Schräglinien zu messen, sondern auch den Kopfumfang zu messen, was natürlich weiterhilft bei der Beobachtung des Verlaufs, vor allem bei der Brachycephalie, aber auch bei der Plagiocephalie, und dann auch noch ein besseres Feedback zu geben für die weitere Behandlung. Das kommt also noch als Zusatzfunktion weiterhin dazu. Noch kurz eine Frage an Fred. Das wurde auch auf der Basis von einem Foto gemacht, die Hoofdumtrek-Meting. Ja, klopt. Ja. Auch das geschieht dann mit anhand eines Fotos. Ja, en daarnaast kijken we ook naar craniosynostose. Dat is dus een aandoening waarbij de hersenhelft aan elkaar kleven. Nog een aantal andere aandoeningen die je dus kan meten aan de hand van een foto. Sonst wird es ein bisschen zu viel. Also wir sehen uns auch an, weitere Messungen hinzuzufügen für die Kraniosynostose, um auch hier eine Hilfestellung bei der Behandlung zu bieten. Elli? Okay. Es ist gut gesagt, Freek verduidelijkte mit, dass die Hersenhälfte an elkaar waren geklebt, aber das geht um die Schädelnade von der Bot selbst. Aber nicht, also das ist wel gut, denke ich. Ja, bei der Kraniosynostose geht es vor allem um die Nähte bei der Schädelentwicklung. Aber ich kann mir vorstellen, dass Sie hier als teilnehmende Experten das sicherlich noch viel besser wissen als ich vor allem, aber sicherlich das schon verstanden haben, wie es gemeint ist. Aber danke für die Ergänzung, Herr Leben. Sind sonst noch Fragen von Ihnen da? Ich sehe erstmal keine. Ich hoffe, dass ich das als positives Signal bewerten darf, dass alles soweit deutlich ist für Sie. Wie gesagt,
Wenden Sie sich sonst gerne an uns. Ich möchte Ellie nochmal bitten, die E-Mail-Adresse steht schon da, info@scullycare.com. Sie können auch gerne auf Deutsch schreiben. Wenn Freek und Ellie Probleme haben sollten mit dem Deutschen, werden Sie sich gerne an mich wenden und dann helfe ich dabei, die E-Mails zu begreifen. Also wenden Sie sich gerne an uns, an Scullycare, wenn Sie noch weitere Fragen haben sollten. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie Teilnehmende werden würden und die App nutzen werden, damit Sie Ihre positiven Erfahrungen auch an andere weitergeben können. So, das wäre es von uns. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei gewesen sind und ich hoffe, dass Sie nicht nur einen informativen, sondern auch ein bisschen einen kurzweiligen Abend gehabt haben hier. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit und ich möchte mich jetzt ganz herzlich von Ihnen verabschieden und Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und danke. Und tschüss. Vielleicht am E-Mail oder am anderen, dass wir einmal noch sprechen oder kommunizieren gehen. Ja. Guten Abend. Ja. Tschüss. Ciao.